Wir Europäerinnen und Europäer haben mit dem Green Deal eine Dynamik ausgelöst, die jetzt nach und nach die ganze Welt erfasst. Und dann hat sich die EU unter deutscher Ratspräsidentschaft auf ein deutlich höheres verbindliches Klimaziel für 2030 von mindestens 55% Minderung im Vergleich zu 1990 verständigt. Das haben wir vor 2 Wochen im ersten EU-Klimagesetz verbindlich und unumkehrbar gemacht. Und das werden wir nun auch in unserem deutschen Klimaschutzgesetz abbilden. Mein Ziel ist, das noch vor der Bundestagswahl alles zu schaffen. Klimaschutz wird überall auf der Welt immer konkreter. Mehr und mehr Länder planen den Ausstieg aus der Kohle, investieren in Wasserstofftechnologien. Die erneuerbaren Energien werden immer besser, werden immer billiger. Die Elektromobilität erlebt ihren Durchbruch und Stahlkonzerne arbeiten an der Umstellung auf grünem Stahl.